Einen schönen guten Abend, wann ihr auch immer dieses kurze Video euch anschaut. Ja. Halloween haben wir auch schon wieder bald. Ich möchte, wie gesagt, bevor ich in Halloween Outside gehe, möchte ich mich bei allen Abonnenten und Abonnentinnen bedanken, die sich mein Video anschauen. Ich weiß, mit mir ist es nicht immer leicht, aber es ist auch ein Thema, über die Regierung zu sprechen und so, weil die Regierung ist an diesem Desaster schuld. Und lasst mir noch ein paar Wörter sagen dazu. Ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass die Regierung hier sich aufführt, als ob wir alle dement oder schwer krank wären. Und ich kann nur sagen, vielen lieben Dank an alle, die da durchhalten, weil ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht von der Bundesregierung. Ich hätte gedacht, es wird besser. Ganz im Gegenteil, es wird schlimmer. Und jetzt sind fast alle Bundesländer außer Wien und Burgenland auf Rot gestellt, weil die Maßnahmen bzw. die Zahlen so hoch sind. Ja, da muss was getan werden, da stimme ich zu, aber nicht in dieser Art und Weise, wo man so tut, als ob wir alle Kinder sind, die sich aufgeführt hätten und in Hausarrest geschickt werden. Bei aller Liebe, so bitte nicht, liebe Bundesregierung. Und dass sich hier der Bürgermeister Ludwig als Vater der Bürger aufspielt, habe ich auch kein Verständnis. Dank ihm gibt es heuer kein Silvesterpfad. In diesem Sinne, danke, Herr Ludwig, dass Sie uns das Leben noch schwerer machen, als es jetzt schon ist. Und ich würde Sie echt raten, handeln Sie nicht immer so voreilig, weil durch Ihre voreilig und voreiligkeiten Entscheidungen wird es auch nicht besser dadurch. In diesem Sinne, noch ein schönes Halloween-Fest und danke an die Abonnenten. Ich sag tschüss.